Wer sich das Jawort gibt, kommt an den anstrengenden Hochzeitsvorbereitungen nicht vorbei. Auf der Trau dich wird den Verlobten die Angst davor genommen. Rund 200 Aussteller bemühen sich, den zukünftigen Brautpaaren so viel Stress wie möglich abzunehmen. Auf 6000 Quadratmeter dreht sich alles um Zuckersüßes, Schönes, Elegantes oder einfach Himmlisches. Auf dem Catwalk wird den neuesten Kreationen der Modeausstatter Leben eingehaucht. Während das Funkeln in den Augen der vor allem weiblichen Zuseher größer und größer wird, wird noch das Geheimnis gelüftet, was Braut und Bräutigam in der Hochzeitsnacht darunter tragen. Zwei, die den großen Tag und somit auch noch unzählige Entscheidungen vor sich haben, sind Marco und Elena. Die Hochzeit ist für August vorgesehen, also der ideale Zeitpunkt, um mit den ersten Planungen zu beginnen. Wir wollen, dass unsere Hochzeit etwas ganz Besonderes wird und deswegen wollen wir uns sehr gut vorbereiten. Ich hätte gerne eine kirchliche Trauung und das am liebsten im Grünen. Top motiviert mit der Dame an der Hand geht's ab ins Traudich-Messeland. Und sie befinden sich in guter Gesellschaft, denn seitdem die Messe erstmals ihre Tore geöffnet hat, haben sie hier über 60.000 Pärchen Anregungen geholt. Station 1, Schuhe. Für diese bezaubernden High Heels wäre wohl selbst Cinderella noch einmal zurückgelaufen. Am Stand mit den handbestickten Schleiern darf die verhüllende Pracht auch gleich anprobiert werden. Mit der extra langen Schleppe fühlt sich jede Braut wie eine Prinzessin. Während Elena die geduldige Messebetreuerin mit Fragen bombardiert, sucht Marco sein Glück beim Herrenausstatter. Ich bin auf der Suche nach einem Hochzeitsanzug. Also ganz neu und ganz trendig ist heuer Gero. Aber nicht nur in den klassischen schwarzen, sondern auch in den neuen Braun, Brauntönen, Dunkelblau ist auch ganz, ganz wichtig. Euer. Zu Fuß zur Kirche kommt gar nicht in Frage. Und wo, wenn nicht auf der Hochzeitsmesse, werden gleich Alternativen vorgeführt. Einmal Probesitzen gefällig? Gar kein Problem. Ob extra lange Limousine mit Sektkühler und Eisfach oder altbewährtes. Richtig romantisch ist's halt nur in einem standesgemäßen Vehikel. Ein verliebtes Pärchen, ein extravaganter Wagen, fehlt nur noch die exklusive Location. Das Einzigartige ist, dass Sie hier alles in einem finden. Das heißt, Sie haben sowohl eine der schönsten Barockkirchen von Wien, die Basilika Maria Traul, mit einem schönen, großzügigen Platz davor und noch im gleichen Gebäude sogar untergebracht, die Lokalität mit zwei Sälen und einem Rahmenprogramm im Museumsweinkeller. Wäre lieber im Grünen heiraten, ist es möglich? Ja, wir bieten die Möglichkeit an, bei uns Kirchen zu heiraten. Wir haben den schönen Gartenpavillon, der ist direkt hinter Ihnen hier abgebildet. Da führen wir kirchliche Trauungen durch. Und da kann die Trauung dann stattfinden. Und wenn das wieder schlecht ist? Dann haben wir die Möglichkeit, die Trauung in einen Innenraum zu verlegen bei uns im Haus oder man vereinbart direkt mit der Kirche, dass man dort die Trauung dann durchführt. Kann man die Hochzeitssuite auch vortesten? Also ich denke, Sie können sich die Suite sicher vorher mal anschauen und alles weitere wird sich noch ergeben. Ein Vorab-Probetuning in Sachen Make-up gibt's im Beauty-Studio. Mit Puder, Lippenstift und Wimperntusche zeigen die Profis, wie's geht und warum sie für den Tag der Tage auf jeden Fall mit eingeplant werden sollten. Nach so viel Action und Entscheidungen haben sich Elena und Marco eine kleine Verschnaufpause verdient, bevor beide dann zum heiligen Gral der Hochzeitsmesse vorstoßen, dem Brautausstatter. Aus strahlend weißer Seide, mit Perlen bestickt soll das Traumkleid sein. Schleier und Schärpe dürfen ebenfalls nicht fehlen. Das wird genau auf ihre Figur geändert. Wir haben ein Schneideratelier und das sitzt dann wirklich perfekt. Preislich gibt es nach oben hin keine Grenzen und bei Lieferzeiten von bis zu 4 Monaten kann man nur von Glück sprechen, dass es die kalorienreichen Tortenkreationen der Konditoren erst nach dem Jawort gibt, denn wer kann schon so einer Versuchung widerstehen? Die Messe ist wunderbar vorbereitet, gibt sehr viel zum Anschauen und zum Probieren und was freut, dass man kann wirklich was ausprobieren, ja? Heißt Make-up, Kleider anschauen, ganz, ganz nah und da leider nicht probieren, aber trotzdem ganz gut. Man bekommt hier einen sehr schönen Überblick. Gott sei Dank habe ich heute eine Entscheidung treffen können, ob ich in Lincoln oder im Rolls-Royce fahren werde, aber es wird der Rolls-Royce werden. Ja. Um viele Ideen reicher und bestens informiert wird Elenas und Markus' romantische Traumhochzeit garantiert ein Erfolg.